So. Die Halle-Kassler Eisenbahn von Halle über Lutherstadt-Eisleben, Sangerhausen, Nordhausen, Leinefelde, Heilbad-Heiligenstadt, Witzenhausen, Hannmünden, Kassel. 1865 begann der Bau von Halle bis Eisleben, 1866 dann weiter bis nach Nordhausen, 1867 dann bis Ahrenshausen und das letzte dann 1872 dann der Rest von Ahrenshausen nach Kassel. So, dann war sie komplett fertig. So, und dann, ja, dann war sie so, ja, man kann so sagen, schon eine wichtige, ja, so eine Ost-West-Verbindung und dann der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik. Dann hat der Zweite Weltkrieg und dann kommt dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann Nazi-Deutschland besiegt war. Dann war ja Deutschland in Besatzungszonen. Ja, war ja dann Eichenberg, war dann Grenzbahnhof. Eichenberg war amerikanische Besatzungszone. Rüber nach Göttingen britische und Ahrenshausen dann sowjetische. Und das war dann die Westmächte so, wollten ja dann und ja, waren eben die Grenzkreuzung von Eichenberg nach Göttingen, amerikanische, britische Besatzungszone war überlastet. Und dann na, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde dann die Strecke unterbrochen. Na, dann gab es zwar bis 1952 gab es zwar Bemühungen, die Strecke wieder durchgängig zu machen, aber da waren die Westmächte waren dagegen so und da war sie eben unterbrochen gewesen dann so. Dann war dann in der BAD, was dann Deutsche Bundesbahn, da wurde hier der Abschnitt Eichenberg-Kassel dann so Mitte der 1960er Jahre elektrifiziert und dann bei der Deutschen Reichsbahn, was dann auf der DDR-Seite war, da war es ja nur Halle-Ahrenshausen. Halle-Ahrenshausen so, na gut, ich sag mal damals für die alten Hallenser war es die Halle-Kasseler Bahn gewesen, obwohl sie damals ja nicht bis nach Kassel fuhr, weil sie ja unterbrochen war. Ja, dann in der DDR wurde dann, so glaube ich, in Mitte der 80er Jahre dann Elektrifizierung beschlossen. Ja, das war dann eben auch nur dann 1989 die politische Wende in der DDR. Na, das ist, wäre die, glaube, wäre die Wende 89 nicht gekommen. Ich glaube, da wäre die Strecke, wäre sie nicht wieder durchgängig fertig gewesen. Ja, dann durch die politische Wende 1989 ist so, dann haben sie die Lücke wieder zwischen Ahrenshausen und Eichenberg wieder geschlossen, die Lücke. Ja, und dann haben sie dann von Halle bis Eichenberg dann auch den Abschnitt elektrifiziert. Ja, dann so, ja, 1994, wo dann die Deutsche Bahn AG, Zusammenschluss von Deutsche Reichs- und Deutsche Bundesbahn, ja, war sie dann wieder komplett durchgängig fertig. Ja, mittlerweile ist diese Bahnstrecke Halle-Kassel wieder eine wichtige Ost-West-Strecke. Eine wichtige Ost-West-Strecke, so. Ja, ich bin ja die Bahnstrecke selber schon mal gefahren. Ja, und parallel zur Halle-Kasseler Bahn wurde ja damals auch die A38 oder die sogenannte, die Süd oder anders genannt, diese Südharzautobahn gebaut von Göttingen Richtung Halle-Leipzig.